beste Derby-Stimmung in der Frankfurter Eissporthalle. Kurz vor den Playoffs wird nicht nur das Eishockey härter, sondern jeder einzelne Punkt wird wichtiger. Die Gastgeber in Schwarz legten gleich los wie die Feuerwehr. Frankfurt mit einem Mann mehr auf dem Eis. Und dann ist es Richie Müller per Schlagschuss zum 1:0. Keine zwei Minuten später dürfen die Löwenfans erneut jubeln. Nico Aubry fälscht den Schuss noch erfolgreich ab und die Gastgeber erhöhen auf einen 2-Tore-Vorsprung. Kassel mit einer desolaten Leistung im ersten Viertel, sodass die Südhessen kurz vor der ersten Pause noch einmal zuschlugen. Frankfurt wieder in Überzahl und wieder erfolgreich. Matt Tomassoni, der ehemalige Kassler, mit seinem Schlagschuss zum Pausenstand von 3:0. Der zweite Abschnitt sollte wesentlich ausgeglichener werden, aber auch hier waren es die Gastgeber, die zuerst jubelten und ihren Vorsprung weiter ausbauten. Das Powerplay der Löwen an diesem Tag einfach unglaublich effizient. Frankfurt nutzt wieder eine numerische Überzahl und erhöht auf 4:0. In der 35. Spielminute allerdings musste sich Löwentorhüter Tyler Plant zum ersten Mal in diesem Spiel geschlagen geben. Die Huskies konnten auf 4:1 verkürzen. Und da dieses Derby den Fans alles bieten sollte, was zu einem richtigen Derby dazugehört, so gab es auch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, die natürlich auf dem Eis geklärt werden musste. Mit dem Spielstand von 4:1 ging es auch ins Schlussdrittel. Allerdings sollten hier keine Tore mehr fallen. Auch wenn die Löwen durch Marc Schaub noch einmal zu einer guten Chance kamen, änderte sich der Spielstand nicht mehr. Frankfurts Trainer Rich Czernomatz konnte zufrieden sein. Und Löwenkapitän Patrick Vogel bedankte sich bei Kassels Topscorer Jamie McQueen noch höflich für die 3 Punkte. Torhüter Tyler Plant zu seinem Siegestänzchen ansetzte.